Ja, Björn, ich denke, wir haben heute einen richtig guten Auftritt der Mannschaft über weite Strecken gesehen. Wie ist deine Einschätzung zur Partie heute? Was hat dir heute gut gefallen? Mir hat gut gefallen, dass wir das Tempo kontrolliert haben bei einer sehr starken Offensivmannschaft, der besten Mannschaft in der Liga momentan und insbesondere zu Hause versucht, sehr aggressiv und sehr schnell zu spielen. Und mich freut natürlich auch, dass wir Adam wieder in unseren Rhythmus integrieren können. Das sieht, finde ich, erstaunlich gut aus für die Kürze der Zeit, die er ja wieder im normalen Training ist, ne? Oder? Ja, ich hoffe, dass er ist ja heute leicht nochmal mit demselben Fuß umgeknickt, dass aber nichts weiteres passiert ist. Ja, er gibt uns natürlich die Athletik, die wir benötigen, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Bei der Gelegenheit, der Andi war ja zum Schluss nicht mehr drauf. Hat er irgendwas gehabt oder hatte das jetzt keine Verletzungsgründe? Nein, wir lagen mit 15 Punkten zurück. Bei einem sehr niedrigen Spielstand. Die Wahrscheinlichkeit, dann nochmal das Spiel zu drehen, ist eher sehr gering, weil es einfach nur eine bestimmte Anzahl an Ballbesitzen dann noch gibt. Und die, was wir machen mussten, ist, wir mussten jetzt dann versuchen, das Spiel eher schnell zu machen in der Offensive. Und deswegen haben wir dann die kleine Line-Up gewählt. Das war so ein bisschen Lotto-Spielen, muss man sagen, aber ist ganz gut gegangen. Wie geht es jetzt weiter? Wir spielen ja kommenden Samstag gegen Nürnberg nach dem Doppelspieltag. Wahrscheinlich alle doch sehr platt. Wie machst du es weiter die nächsten Tage? Ja, morgen natürlich definitiv frei. Das Gute ist, wir haben eine kurze Heimfahrt. Wenn du jetzt noch eine lange Reise hast, ich glaube, das sitzt dann noch mal mehr in den Knochen. Und dann werden wir am Dienstag wieder locker ins Training kommen, um unseren Rhythmus da zu finden. Super, danke dir. Gerne. Jasper, heute vor 3.100 Zuschauern hier im Rasterdom. Erste Frage, hast du hier schon mal A gespielt? B, wie hast du das Spiel jetzt auch rein atmosphärisch heute erlebt? Ich habe tatsächlich 2017 hier schon mal in der Pro A mit Hagen gespielt. Da haben wir sogar in den Playoffs hier zweimal gespielt. Leider wurden wir da 3-0 nach Hause geschickt. Aber es macht natürlich immer Spaß hier zu spielen. Es ist super laut und ja, es macht wirklich Spaß auch hier zu zocken. Wie hast du denn unsere Fans heute wahrgenommen? Da waren ja doch einige da in dem Block da hinten. Ja, ey, man hat sie wirklich gehört. Also wirklich, wir haben uns gefreut, dass ein paar mitgekommen sind. Die Trommel wurde mitgebracht, es waren Münster-Jerseys zu sehen. Also ihr seid auf jeden Fall aufgefallen. Ja. Zum rein Sportlichen. Wir sind ja sehr gut in die Partie reingestartet, ne? Oder? Wie hast du es wahrgenommen? Was habt ihr da taktisch vorgehabt? Ja, also natürlich ist es immer wichtig als Underdog, gute Teams früh zu überraschen. Das ist immer so die Chance, Spiele so zu gewinnen als Underdog. Und ja, wir haben einfach uns auf den Druck von Vechta eingestellt. Wir wussten, was da auf uns zukommen wird und haben versucht, bewusst den zu brechen. Und das hat ganz gut geklappt. Ja. Stichwort Turnover. Heute zwar ähnlich viele, finde ich, also wie gegen Leverkusen auch, aber von der Qualität her finde ich gar nicht vergleichbar. Also die waren schon deutlich erzwungener heute. Also diese leichten Bälle wegzuschmeißen, das haben wir heute eigentlich nicht drin. Oder wie siehst du es? Du hast recht, also es ist natürlich immer noch viel zu viele. Also das müssen wir wieder unter Kontrolle kriegen. Das ist irgendwie ein Problem, was wir schon mal hatten und schon irgendwie bewältigt haben. Jetzt hat sich das wieder eingeschlichen. Mit Darian sicher noch ein Guard weniger, ein Ballhändler weniger, der uns da immer Sicherheit gegeben hat. Aber ja, auf jeden Fall gegen Vechta die beste Verteidigung der Liga. Sahen wir besser aus auf jeden Fall als gegen Leverkusen, was die Turnover angeht, aber trotzdem noch zu viele. Kurz vor Schluss haben wir ja dann Vechta so ein bisschen noch ins Wanken gebracht. Habt ihr richtig geglaubt, das vielleicht noch doch zu knacken? Auf jeden Fall. Also wir haben immer geglaubt. Das Gute ist, dass wir da, dass es kein Spiel ist, was wir gewinnen müssen. Wir konnten da am Ende frei aufspielen. Dann fallen da die Dinger mal rein. Trifft Joel Aminu am Ende den Dreier, vielleicht nicht, wird es nochmal knapp. Aber ja, ich glaube, wir haben alle nochmal dran geglaubt und einen nötigen Push gegeben am Ende. Aber ja, also dann wird es hier in der Atmosphäre mit 7 Punkten tief, mit 50 Sekunden zu spielen, wird es natürlich schwierig. Aber von der Leistung her denke ich eher Rückenwind für die nächsten Aufgaben, oder?
Auf jeden Fall, wir haben uns vorgenommen, heute ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln. Ich glaube, das haben wir mehr oder weniger geschafft. Aber das Wochenende, der Doppelspieltag ist jetzt abgehakt und Full Focus auf Nürnberg. So machen wir das. Danke, Jasper. Ja, Cosmo Grün bei uns, leider noch verletzt, aber heiß auf der Bank dabei, mehrfach gesehen. Wie hast du so dieses Spiel heute vor diesen 3.100, ja, fast schon enthusiastischen Zuschauern auf der Bank denn erlebt? Ja, war eine mega krasse Erfahrung, ehrlich zu sein. Also die Halle ist ja super laut, war eine geile Atmosphäre, hat sogar schon Zuschauern hat Bock gemacht. Ich glaube, spielen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und ja, musste den Jungs wirklich den Hut vor den Jungs ziehen, haben echt einen tollen Fight geliefert. Leider am Ende nicht ganz gereicht, aber war ein gutes Spiel. Aber ich denke ja, ne, insgesamt, ja, ich glaube, von der Leistung gibt das eher Rückenwind für die kommenden Aufgaben. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Genau. Ja, hier muss man auch erstmal so mithalten können und ja, bin stolz auf die Jungs. Hätte gerne eingegriffen, aber diesmal musste ich noch anfeuern. Stichwort eingreifen, wie ist der aktuelle Stand bei dir? Es läuft eigentlich ganz gut, also ist ja jetzt 3,5 Wochen her. Ich arbeite so mit den Physios ganz gut zusammen und die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv. Und ja, ich glaube, man darf mich eher früher als später zurückhaben. Also eher im Plan, als dass du hinterherläufst. Ja, genau. Ja, also freuen wir uns, dass du irgendwann mal wieder den einen oder anderen Dreier dann zur Freude aller reinnagelst. Ich hoffe es, ja. Ja, schön. Zweite Frage, du bist mitten noch im Examen drin. Wie ist da bei dir so der Stand der Dinge? Ja, also da würde ich sagen, ja, könnte es auch besser laufen. Also du nutzt die Zeit, die du jetzt eigentlich mehr hast. Ja, kann ich natürlich schon zum Lernen auf jeden Fall nutzen. Ich bin, denke ich, da ein bisschen hinten dran. Hat sich doch herausgestellt, dass es ja, mit der Belastung auch noch mit ProA schwierig ist, da ja, das Pensum zu halten. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Ist für den Kopf schon eine riesen Herausforderung. Ja, es ist natürlich irgendwie eine Doppelbelastung. Ne? Ja, aber muss man sich ja vielleicht einmal eingestehen, dass ich ein bisschen länger Zeit brauche und das ist auch okay. Mit einem kleinen Augenzwinkern, wenn die Saison mal zu Ende ist, dann holst du wieder auf. Genau, dann die Letzten werden die Ersten sein, sage ich immer gerne. Alles klar, danke dir, dann bis kommende Woche. Jo, bis nächste Woche.